Schätze der Gnade. William Law, der schlimmste Sünder, den ich kenne. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. 1. Timotheus 1, Vers 15. Du kannst mit Gewissheit auf dich selbst als den größten Sünder blicken, den es in dieser Welt gibt. Denn obwohl du viele Menschen kennst, die einige scheußliche Sünden vollbracht haben, von denen du selbst nicht schuldig bist, so kannst du dich selbst trotz alledem als den größten Sünder bezeichnen, den du kennst. Du kennst nämlich die Torheit deines eigenen Herzens am besten, das der anderen aber nicht. Dich selbst kannst du für mannigfache Sünden schuldig sprechen, die nur du von dir selbst weißt. Von anderen kannst du nicht sagen, sie seien dessen schuldig. Somit ist dir deine eigene Narrheit, Verfall von Moral, Arglist, dein eigener Stolz und die Bosheit deines Herzens besser bekannt als die deines Nächsten. Somit kann man rechtmäßig von sich selbst sagen, man sei der größte Sünder, den man kennt. Das Ausmaß der eigenen Sünde kennt man. Das Ausmaß der Sünde des Nächsten kennt man nicht. Gott hingegen kennt größere Sünder als du, denn er sieht und kennt alle Umstände und Sünden der Menschen. Doch dein eigenes Herz, wenn es deiner treu ist, sieht keine größere Schuld in anderen als in sich selbst. Vielleicht wäre der Mensch, auf den du herabblickst, viel heiliger als du, wäre er in deinen Socken, mit all den Vorzügen und Gnadengaben Gottes. Aus diesem Grund ist der größte Sünder, den du kennst, du selbst. Dieser Gedanke ist sehr demütigend. Darüber oft nachzusinnen, wird uns in unseren Augen demütigen, wird uns in unserer Selbstwahrnehmung bewusster machen, wie groß unsere eigene Schuld ist, und macht uns sehr feinfühlig, wenn es darum geht, andere Menschen zu tadeln.